Hallo, liebe Leute, und frohe Weihnachten! Ja, heute ist ja Weihnachten, der 24.12.2013, und heute gibt es auch ein Video von mir, was eigentlich gestern schon rauskommen sollte, aber das konnte ich leider wegen zeitlichen Gründen nicht schaffen, und deswegen mache ich das jetzt morgens und stelle es dann nachmittags auf YouTube, weil da noch ein bisschen Zeit ist. Und heute haben wir noch ein Thema, was ich ansprechen wollte. Und in der Staffel, die letzten vier Videos 2013 sind wir im dritten Part angekommen. Und es geht heute um dem Thema, den ich jetzt hier erstmal raussuchen muss. Und dann können wir schon anfangen. Ja, bald ist ja der 31. Dann geht's mit Rossi richtig ab. Da habe ich schon mega Bock mal drauf. Und ja, ein bisschen krank bin ich heute auch. So, Gamecraft. Dann gucke ich mal nach. So, Leute. So, das Thema des heutigen Tages ist: Weihnachten steht vor der Tür, wir reden über den Tag. Was macht Gamecraft HD am Weihnachten bzw. heute? Ja, Gamecraft HD macht, ja, was machen wir denn? Also am Anfang, ich kann ja meinen Tagesablauf mal erzählen, so von Rossi weiß ich jetzt nicht, aber ich denke, das wird genauso sein. Ja, ich bin um 10 Uhr oder so aufgestanden, habe da mit einem Kumpel erstmal ein bisschen gezockt. Gehört sich so für mich. Dann zocken wir erstmal ein bisschen so bis Mittag und dann gibt es ja schon mal Essen. Ein bisschen Essen, ne? Weil abends geht es dann ja richtig los. Nachmittags sitze ich dann so ein bisschen, also von 13 oder 14 Uhr bis 16 Uhr oder 17 Uhr oder 18 sitze ich dann vom PC, mache da noch etwas. Ja, und dann um 18 Uhr gibt es lecker Essen. Und ja, und um 20 Uhr geht dann alles richtig los bis 1 Uhr nachts. Und um 1 Uhr nachts, wenn es was Tolles ist, was ich bekommen habe, wie zum Beispiel ein Game für die PS3, dann zocke ich auch mal die Nacht hindurch. Also sowas ist das dann. So ist der Tag bei mir. Bei Rossi kann ich mir das auch ganz gut vorstellen, dass er morgens aufsteht, aber erstmal essen muss. Ja, und dann ist er ein bisschen am PC, dann zockt er. Und was er mir erzählt hat, er geht heute in die Kirche um 17 Uhr. Und danach geht es bei ihm auch los. Wie es alles abläuft, weiß ich nicht. Ich denke, die essen auch was. So ist das wahrscheinlich. Und ja, das ist halt der Ablauf des Tages für mich. Da kann man auch nicht viel erzählen drüber. Halt nur etwas. Ja, dann kann ich eigentlich noch ein Thema anfangen, weil mir eh. Weil 4 Minuten, denke ich, für ein Video wirklich wenig sind. Muss ich mir überlegen. Also, 30.12. gibt es da nochmal, was macht GCHD an Silvester? Das werden wir dann auch nochmal sehen. Also, das werden, glaube ich, Rossi und ich zusammen aufnehmen. Weiß ich noch gar nicht. Irgendwie so. Ja, und mehr kann man eigentlich gar nicht sagen. Mir fällt jetzt auch spontan kein Thema mehr ein, was man dazu sagen kann. Ihr könnt ruhig mal in die Kommentare schreiben, was ihr am Weihnachten macht, beziehungsweise was ihr bekommt. Es geht ja nicht um die Geschenke, sondern es geht um den Zusammenhalt und um die Liebe, wie ich finde. Ja, um mehr geht es eigentlich jetzt auch nicht. Ja, und dann wünsche ich euch noch einen schönen Weihnachtstag. Und den ersten und zweiten Weihnachtstag wünsche ich euch auch schöne Tage. Und dann am 31. oder 30. werdet ihr dann das nächste Video von mir sehen. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao. Euer Marcel P.